Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks und ich habe mir was Neues gekauft. Freigeforscht habe ich schon ganz lange, aber dank Frontline gab es mal wieder Credits und dann gab es hier ein lustiges Event, bei dem alles rabattiert war und da habe ich gesagt, jetzt schlägst du zu. Und zwar habe ich mir den AMX 30 gekauft. Das ist der Neuner Medium ohne Autoloader bei den Franzosen. Ist so ein bisschen ein Projekt mit dem Leopard gewesen und so weiter. Was kann ich dazu sagen? Ich kann dazu sagen, das hier ist das allererste Gefecht. Deswegen, es kommt jetzt nichts Überragendes. Für alle, die jetzt Ace-Tanker-Kram wollen, bitte jetzt ausmachen. Ich habe einfach nur meine ersten Gefechte aufgenommen, um kurz was dazu zu sagen. Für alle, die noch nicht so weit sind, dieser Panzer wird bald aus dem Tech-Tree verschwinden. Soll, glaube ich, in die Sammelpanzer reinhüpfen, dass man sich den dann irgendwann so kaufen kann. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst, dass er dann so ein Schicksal erfährt wie die FV215B und solche Geschichten, dass man den dann nur noch auf dem Schwarzmarkt und was weiß ich kaufen kann. Deswegen, ich habe mir einen AMX 30 zugelegt und ich bereue es nicht. Der hier ist komplett Stock. Also komplett Stock heißt Stockketten. Ist nicht die ganz kleine Kanone. Das hat einfach den Vorteil, dass er sich die zweitgrößte Kanone mit vielen anderen französischen Panzern teilt und ich ja die meisten anderen Franzosen freigeschalten habe und gefahren bin. Also das ist hier die 100 mm. Die kriegt man zum Beispiel auch auf dem AMX 5000. 232 Durchschlag, 300 Alpha. Ist aber tatsächlich keine Autoloader-Kanone. Also ist nicht wie beim AMX 5000 mit 6 Schuss Clip, sondern einfach so ganz normal. Ansonsten, mobil wie die Sau, das ist der Stock-Motor. Mal sehen, was hier noch passiert, wenn der große Motor drin ist. Aber selbst da habe ich den Leopard schon auf dem Weg nach oben abgehangen. Also grundsätzlich bis jetzt grandios. Also Geschwindigkeit, Mobilität ist toll. Die Kanone, ja, wie gesagt, hier gibt es noch eine 105 mm, die kriegen wir dann irgendwann perspektivisch. Die ist dann noch besser, die hat bessere Einzielzeiten und so weiter. Aber alles in allem großartiges Fahrzeug. Also macht mir unheimlich viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Finde ich auch, weiß ich nicht, warum der aus dem Checkfree raus soll. Hat sogar einen relativ guten Turm, also relativ guten Turm für einen Franzosen, der ansonsten überhaupt keine Panzerung hat und die Mobilität. Ey, so spinnst du. Und die Mobilität hat, dafür ist es einfach grandios. Ja, so, und da geht's los. Mein erster Treffer. Das war der erste Treffer im AMX 30, den ich jemals in diesem Spiel verbrochen habe. Und ja, also ich logge diesen Panzer total gern ein. Wobei ich halt auch sagen muss, zurzeit ist einfach auch Stufe 9 so schön. Also Stufe 9 ist tatsächlich so die Stufe, die gerade am meisten Spaß macht zu spielen. Und wo man tatsächlich tolle Dinge tun kann. Ich bin übrigens, das habe ich total vergessen, mit dem Elder unterwegs. Der Elder fährt seinen WZ 111-1-4. Der war auf der Mission, sich noch schnell den 113er frei zu spielen. Der soll ja dann auch mit verschwinden ins Land der Ahnungslosen. Und deswegen, aber so französische, chinesische Panzer, da bin ich so weit weg, da werde ich niemals irgendwas kriegen. So, wir sind in Himmelsdorf, habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, haben den Hill genommen, wir haben jetzt auch schon den Push rüber geschafft und werden jetzt mal hier so ein bisschen die Gegner auseinander, die hier noch übrig sind. Unser Progetto fährt, der Centurion konzentriert sich nicht auf mich, das heißt, ich kann ihm schön eine nach der anderen geben. Ja, Centurion, ich glaube, rammen sollte man jetzt nicht im, der rammt den Leo. Aber da können wir ihn vorher noch rausnehmen. So, mein erster Kill im AMX 30. So, Hill ist gewonnen. Ich habe schon 1100 Schaden auf der Uhr. Wir können jetzt ein bisschen hier rüberfahren. Ach, steht schon 8-2. Die Nummer ist definitiv auch schon durch. Also hier wird nicht mehr viel passieren. Ich wollte einfach nur mal kurz zeigen, was der alles kann. So bergrunter, da fährst halt einfach auch mal relativ schnell. Hohe Geschwindigkeiten. Da sind noch ein paar gegnerische Heavies. Das könnte nochmal eklig werden. Emil Blonsky. Den möchte ich mir jetzt auch nicht komplett mitnehmen. Aber das ist halt ganz geil. Du hast die Mobilität, um dann halt auch dich wieder zurückzuziehen, um aus dem Scheiß auch wieder rauszukommen, in den du dich so gefahren hast. Das macht schon echt was her. So, wir gucken mal, T10, Emil, IS-3. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir die auseinandernehmen. Der Elder ist schon die Straße weitergefahren, sodass wir hier vielleicht so ein bisschen die in die Zange nehmen können. Der Emil müsste leer sein. Schießen wir mal den IS-3. So, IS-3 auf die Seite. Das ist halt das, was man mit so mobilen Panzern gut machen kann. Du kannst halt schön die Flanken nehmen, du kannst in den Hintern fahren. Und jetzt kommt der Typ 4 schwer. Und der Emil, ja, der guckt die ganze Zeit zu mir. Ich möchte jetzt nicht vom Emil rausgenommen werden. Dann lasse ich es halt den Typ 4 schwer machen. Soll der den Emil rausnehmen? Oder T30. T30 ist nochmal gestorben. Na, Emil? Wir zählen. 2, 3. Jetzt müsste er leer sein. Das ist der Moment, wo ihn der andere rausnimmt. Natürlich. Oh,
Ach, nur eine Kette. Nur eine Kette, Freunde. Das ist doch nicht euer Ernst. So, fahren wir dran vorbei. Jetzt aber. Zack, Kill Nummer 2. Und dann geht es los. Der Elder, der zieht hier fleißig seine Bahnen, hat hier den T10 gut abgelenkt, dass der uns nicht noch irgendwie Schwierigkeiten machen kann. Ist ja auch manchmal wichtig. Da muss man auch mal einen abstellen. So, T10, der kriegt vom Elder einen. Plan war jetzt eigentlich, ja, genau das. Eigentlich wollte ich ihn von der anderen Seite nehmen, aber da war schon ein Ferdi, der ihn rausgenommen hat. Jetzt ist es tatsächlich auch nur noch abfarben. Also da hinten ist noch eine Tortoise, eine Su-130 PM und T95. Der andere Grund ist übrigens, die Su-130 PM, deswegen mache ich dieses Video, die hat mir nachher eine bitterböse Nachricht geschickt. Ja, blöde Franzosen, Wichser, Penner, bla, ihr mit euren Radpanzern. Liebe Su-130, guck mal, sind Ketten dran, ist eigentlich ein ganz normaler Panzer, ist kein EBR, nein, ist ein richtiger Panzer. Und er hat sich aufgeregt und Cheater und blablub Sülz. Der Grund dafür wird es gleich klar, weil ich will natürlich jetzt meine Rache haben. Plan war natürlich zu hoffen, dass der hier rauskommt, weil ich will jetzt nicht noch verrecken, wenn der mich schießt, bin ich tot. Das ist halt das Ding, AMX-30, da ist nichts mit Panzerung. Es ist ein bisschen wie Leo-Prototyp fahren. Also da kann man auch gar nichts weiter sagen, es ist halt ein Leo, so. Und dann nehme ich ihn raus und da hat er eine nette Nachricht an mich geschrieben. Aber auf jeden Fall war das mein dritter Kill und ich finde für die allererste Runde in diesem Gerät schon ganz geil. So, ja natürlich, ach, weißt du, und das sind die Momente, wo man sich dann so ärgert. Natürlich guckt die Tortoise in meine Richtung, weißt du, ich habe gedacht, jetzt können wir noch ein paar Punkte farmen, aber nein, die dreht den Hintern zu den Gegnern, schaut zu mir und ich fange mir ein und kriege natürlich von frontal. Ohne Gold wäre ich da nicht reinkommen und ich habe ehrlich gesagt auch kein gesteigertes Interesse daran, jetzt noch Gold zu laden, um da so eine Tortoise zu kriegen, die jetzt eh nur abgefahren wird. So, da hinten, Type 4 schwer und von der anderen Seite kommt ein Ferdinand und da ist noch ein T95. Zumindest mitnehmen würde ich den schon ganz gerne noch so ein bisschen Schaden auf den T95. Geil, habt ihr das gesehen? Auf die Capola oben rein, da. Da kann man gar nicht abprallen. Das kann ja nicht euer Ernst sein. So, jetzt aber. Da geben wir ihm noch eine. T95. Ja. Also der hat den Typ 4 schwer, hat er schon abgehakt. Tatsächlich. Und der... Ja, und das ist der Moment, wo mich der Ferdinand vor den T95 schiebt. Und ich hier noch verrecke. Das ärgert mich echt. Da war ich tatsächlich auch echt pissig. Was auch immer das jetzt sein sollte. Jetzt fängt er an, den Elder zu schieben. Ja, schiebt den Elder, genau, immer rein. Jetzt wird der Elder weggedrängt. Und ach, das ist einfach so. So Leute braucht niemand. Du, Ferdi, das Spiel ist vorbei. Das hätten wir jetzt einfach noch gepflegt zu Ende spielen können. Guck mal, jetzt stirbt noch der Elder hier weg. Aber dann haben wir das Ganze auch erledigt. Ja, alles in allem, das ist er, der AMX-30. Wir gucken mal direkt in die Auswertung meines allerersten Gefechts. Jo. Die ist nämlich tatsächlich gar nicht so geil. Das war nur eine 3. 39.000 Credits, 2.707 EP. Aber wie gesagt, war mein erstes Spiel damit auch. Erster Tagessieg ever. Wir stehen auf Platz 2. Ja, Leutnant Dompfaff. Das war, glaube ich, der Kollege. Moment, auf ihn. Es steht halt nicht dabei. Aber ich glaube, das ist der Ferdi, der uns da noch weggepusht hat und der da auch noch so geschoben hat. Oder es war einer von den beiden Nasen hier unten. Auf jeden Fall irgendeiner aus diesem wunderbaren Ferdinandenzug. Der Ferdi ist ein toller Panzer, der macht ganz viel Spaß. Aber man muss hinten raus. So eine Scheiße muss man nicht mehr anzetteln. Ist meine Meinung. Ja, und wie gesagt, der Typ hier, der war ein bisschen not amused, dass ich ihn einfach getötet habe. Der hat mich also wirklich aufs Übelste beschimpft. Das war total großartig. Und wir haben Verlust gemacht. Warum haben wir so viel Verlust gemacht? Weil ich Sixth Sense einkaufen muss für 20.000 Credits. Das ist hier unten das Thema, diese 20.000, die weg sind. Ich fand es schöner, wo ich die für Bonds kaufen konnte. Aber ohne Sixth Sense will ich halt einfach nicht mehr rumfahren und dann gönne ich mir das. Also machen wir jetzt wahrscheinlich noch eine Weile Minus, bis mein Kapitän das dann irgendwann mal drauf hat. Das wäre jetzt auch ein bisschen wenig Inhalt für so ein schönes Samstagmorgen-Video. Deswegen habe ich direkt noch ein AMX-30-Video. Das schauen wir uns direkt jetzt an. Jo, und in unserem nächsten Gefecht geht's direkt nach Prokhorovka. Wir sind wieder Top-Tier. Das ist schon nett. Das ist aber komischerweise, wenn man neue Panzer hat, ist mir schon mal aufgefallen, kriegt man relativ gutes Matchmaking. So, für die ersten Gefechte, weiß ich auch nicht, kriegst du immer gutes Matchmaking. Wir sind unterwegs mit dem Elder, der fährt den BZ-132A. Und der Genosse Ruba ist mit im Standard B, dem italienischen Pseudo-Autoloader Stufe 9. Also Mediums und Lights in Prokhorovka.
Ja, Plan war jetzt, ich bin immer noch Stock. Also ich habe übrigens hier bis zu dem Zeitpunkt noch gar nichts Neues. Es ist alles noch beim Alten. Wir haben noch nichts eingebaut. Alle Systeme noch auf Normalmodus. Drum wie numm, wir fahren erstmal auf den Berg. Was willst du auch sonst machen im Medium? Ich habe keinen Bock da drüben auf der 1er Linie jetzt 5 Jahre lang rumzucampen. Aber guck mal, wir kriegen diesen Progetto überholt. Und das ist der Stockmotor. Also auf den großen Motor bin ich tatsächlich echt gespannt. Ich fahre hier mit schönen gepflegten 60, 65 km/h übers Feld. Das ist schon ziemlich geil. Und das mag ich. Ich mag tatsächlich diesen Panzer. Also liebe Leute, jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das, also wenn das nur ein Sammlerpanzer wird, dann kann ich euch nur den Tipp geben, kauft ihn euch. Wenn es irgendwie da noch mehr Beschränkungen gibt, dann seht zu, dass ihr ihn jetzt kriegt. Der AMX 30 ist tatsächlich geil. Also der macht mir echt Spaß. Ich habe da echt Lust drauf. Wer den Leopard mag, der kann auch mit den AMX 30ern, glaube ich, ganz gut klarkommen. Das kann durchaus sein, dass er deswegen rausfliegt, weil die Nische so ein bisschen die gleiche ist. Ich bin auch gespannt auf die Top-Kanone, weil die bringt einfach noch ohne Ende DPM. Da kommt dann noch was. Weil hier zum Beispiel Einzielzeit ist schon nicht so geil. Und 300 Alpha ist halt leider auch nicht so richtig gut. Aber rum wie num, dafür hat er eine gute Gun Depression. Das ist tatsächlich nicht so schlecht. Wir haben auch den ersten Progetto direkt raus. Müssen jetzt halt aufpassen, dass wir aus der Mitte nicht so viel Feuer kriegen. Der Roba ist hier. Der hat, glaube ich, gerade einen gefangen, der für mich gedacht war. Das ist ein, tut mir leid, Roba, aber ich glaube, der war tatsächlich für mich. Weil ich glaube, Roba war gar nicht offen. Das war ich mit meinem Schuss auf den Progetto. So, da ist ein T10. Dem würde ich ja natürlich auch ganz gerne eine plätten. Na, fährst du auch da oben ins Gebüsch? Echt jetzt? Ja, dann kann ich dir auch eine geben. Guck mal. Schöne 348. Und nicht aufgegangen. Das ist spannend. Und was er halt wirklich kann, ist wie gesagt, ist wie Leo. Es ist ein Sniper hier. Du kannst halt wirklich in der Gegend rumstehen und rumsnipen mit einer relativ guten Kanone. Ich, wie gesagt, ich freue mich auf die 105er. Da bin ich echt gespannt, ob die was kann, was die so kann. Ja, blind nochmal nachschieben. Das ist schon relativ spannend. Mal gucken. Du bist halt kein Frontlinienpanzer. Du musst halt schon so ein bisschen aufpassen. Bouncen wirst du jetzt nicht sonderlich viel im AMX 30. Aber es ist halt ein Leo. Das ist halt alles für Leo-Fahrer genau das, was man dazu aussagen kann und muss. Und mein Leo-Prototyp und ich, wir waren sehr lange ganz schön auf Kriegsfuß. Mittlerweile sind wir sehr gute Freunde. Ich will mir halt eigentlich der Leopard gerade oben an der Spitze, normalerweise sollte man sich den holen, aber ich habe schon wieder alles ausgegeben für AMX 30er und ach, für alles mögliche Zeug. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, ein Renegade. Sehr gut. Der kriegt da direkt mal den Frack voll. Hui, hui, hui. Das ärgert ihn bestimmt. Das ärgert unseren Freund im Renegade bestimmt. Oh, da ist wieder unser T10-Freund. Ist auch ein guter. Na, Meister T10? Jetzt hat er mich aufgemacht und ich bin tatsächlich gebounced. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht aus der Mitte kassieren. Das willst du jetzt auch nicht, dich hier für die Mitte... und da hat der Defender den Roba rausgeschossen. Es steht 2 zu 3. Hier ist tatsächlich... Was? Ich habe einen Samura. Da ist noch ein AMX 30. Amorek. Amorek. Ja, wie gesagt, mit dem Turm kann man tatsächlich ab und zu einen Bounce raushauen. Der große Turm, das ist ja auch das Dockturm, der große Turm hat tatsächlich auch frontal noch ein ganzes bisschen mehr Panzerung. Und ihr seht, jetzt sind wir hier voll im Eimer. Wir sind gerade voll unter Beschuss, weil uns irgendwas aufmacht. Guck mal, schon wieder. Irgendwo ist hier ein... Ja, natürlich, Arti. Oh, und ich hab nichts zum Reparieren. Ich habe nichts zum Reparieren. Bitte niemand blind. Bitte niemand blind. Das war übrigens mehr Glück als Verstand, dieser Schuss. Eieiei. So, und jetzt hat es uns ganz schön zusammengefetzt. Aber wir haben den Berg. Und wenn wir jetzt nicht mehr aufgehen, können wir jetzt hier oben die Kanone einfach sinken lassen. Jetzt wünschte ich mir die große 105 mm. Die hat halt einfach mehr Alpha. Rate of Fire ist fast gleich. Also da kannst du dann einfach... Die hat 2600 Schaden pro Minute, was hier einfach so nicht vorgesehen ist am Gerät. Ja gut, okay, 4 zu 3, ich so gut wie im Eimer, aber ich habe den Berg. Könnte schlimmer sein, könnte aber definitiv auch besser sein. Oh, guck mal, da ist der Herr Samur. Wo auch immer der Schuss jetzt hinging, das war ein bisschen ärgerlich, das war ein bisschen blöd. Jetzt aber. Sehr schön,
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Gunhanding ist tatsächlich nicht so geil. Das ist so ein bisschen, ist halt die Kanone. Den Schuss hätte ich mir sparen können. Ist halt wie beim AMX 5000, da ist das Gunhandling auch nicht so geil. Das lebt halt vom Burst. Und den Burst habe ich jetzt hier nicht. Ja. Ein Defender von dem Winkel auf den Turm zu schießen, macht keinen Sinn. Jetzt schon eher, da müsste man aber halt auch treffen. Aber treffen war jetzt gerade nicht im Portfolio. Boah, ein Bounce auf dem Centurion 7-1. Ja, ich will die große Kanone jetzt, Freunde. Da ist nämlich auch der Durchschlag höher. Gebt mir eine Kanone, mit der ich arbeiten kann. So, jetzt gucken wir mal, ob wir den Defender nochmal kriegen. Nee, da ist der T-54. Aber es ist halt, das ist so das Traumszenario. In diese Szenarien willst du mit deinem Leo, in die Szenarien willst du mit solchen Panzern. Du kannst stehen und schießen, kannst die Kanone und die DPM zum Einsatz bringen und musst dich selber nicht ins Gefecht schmeißen. Es ist halt einfach, es läuft halt gerade auch alles so ein bisschen für mich. Jetzt ist der Elder gestorben. Das ist schade drum. So, wir müssen weiter gucken. Das ist tatsächlich immer noch eine ziemlich enge Kiste. Ah, sehr schön. Den Defender zumindest gekettet. Ja, aber er steht jetzt... Den hat es halt rumgezogen und dann steht er halt so blöd, dass man da einfach gar nichts mehr machen kann. Ist ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Na. Und da kommt der T-54. Aber ich glaube, unser 53 TP wird sich drum kümmern. Und dann ist es erledigt. So, Defender ist raus. Und jetzt sieht die ganze Veranstaltung tatsächlich gewinnbar aus. 10-5. Jetzt ist alles soweit im Butter. Ich habe auch noch keinen Kill. Ich bin tatsächlich immer noch nur anwesend. Und irgendeiner schießt hier noch in großen Mengen. Da links gab es gerade einen Einschlag. Wir müssen mal gucken. Da kommt der Samur und der P-44 Pantera. Die werden wohl gleich da rüberkommen. Ja, ja, ja. Dachte ich mir. Ein bisschen mehr Vorhalten wäre es gewesen. Ja, neue Panzer. Da muss man sich auch so auf die Vorhaltezeiten und so muss man sich ein bisschen einlassen. Aber wenn er natürlich durch den Fluss fährt und ein bisschen langsamer wird, dann kriege ich den. Gut. Pantera ist down. Oh, da ist noch ein CDA. Guten Tag, Herr CDA. Und das ist tatsächlich von vorn. Ja. Wo auch immer der Schuss wieder hinging. Also ich will die große Kanone. Da brauchen wir nicht diskutieren. Und von vorn ist der CDA durchaus eine Bank. Also denn, wenn ich den so in meinen Frontline-Geschichten fahre, ich fahre den ja fast nur in Frontline, dann habe ich schon öfter mal, dass er gute Bounces produziert. Muss man mal festhalten. Und es ist einfach jetzt auch nur der CDA. Die Arti ist raus. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch was auf die Kette kriegen. Jetzt hätte ich mich vielleicht wahrscheinlich schon lange mal verlegen müssen. Ich bin gerade ein bisschen langsam in meinen Denkmustern. Aber na gut. Auf jeden Fall schauen wir mal, ob wir da noch vielleicht mit viel Glück noch was auf die Reihe kriegen. Nee, kriegen wir nicht. CDA ist down. Und die Nummer ist durch. So, jetzt gucke ich mal. Kann man hier noch ein schönes Foto draus machen? Oh ja, das sieht doch schön aus. Komm, das nehme ich. So, also, Rumminum, wir gucken hier auch nochmal schnell in die Auswertung rein. Jo. Und wie Sie sehen, das war einfach ein ganz normales Durchschnittsgefecht. Aber das waren 7800 DP, was ein Fünffachwochenende war. Das waren Unterstützer und 2400 Schaden. Nicht mehr, nicht weniger. Wir sind einfach irgendwo mit dabei. Der Progetto hier hat übel gewütet. Also ich bin hier irgendwo hier unten im unteren Mittelfeld. Aber das waren halt die ersten Gefechte, die ich im AMX 30 gefahren bin. Und ich wollte halt nur kurz meine Meinung loswerden. Also ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, dass ich hier nicht nur Ace-Tanker-Gameplay zeige und nur das Größte und das Beste von allem. Also das ist tatsächlich... ja, mit einem Stockpanzer ganz neu mir zugelegt und jetzt hier die Runde drehen, finde ich das echt okay. Und ich bin echt so ein bisschen verliebt in das Ding. Also ich kann es euch echt ans Herz legen. Versucht den mal. Solange er noch im Tech-Tree ist, würde ich ihn an eurer Stelle vielleicht noch kaufen, weil der macht echt Spaß. Und wer weiß, was dann draus wird. Der 10er soll angeblich ja auch gar nicht besser sein, sondern der AMX 30 auf der neuen soll schon das gute Gerät sein. Ich für meinen Teil habe mit dem sehr viel Spaß. Ich werde auch mal sehen, dass ich irgendwann mal einen S-Tanker raushole oder sonst irgendwas. Das werde ich euch dann natürlich hier an dieser Stelle zur Verfügung stellen. Erstmal ist es nur das, was ich so zu leisten imstande bin. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, dass es heute mal sowas gibt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir was Nettes. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.